Ja, letzte Trainingseinheit. 20 Minuten heute. Ja, und dann geht's morgen los. Marathon Hamburg. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe. Aber ich gebe mein Bestes. Ja. Ein dämlicher Spruch, ne? Geht mein Bestes. Naja, 42,2 Kilometer. Heute geiles Wetter. Wenn das morgen so ähnlich ist, wir haben es jetzt 6 Grad, wird morgen wahrscheinlich genauso sein. Das wäre schon ganz cool. Zwar ein bisschen kalt am Start, weil ich dann mit dem T-Shirt rennen werde. Ja, mal gucken. Ja, viel mehr planen kann man auch nicht, ne? Gut, dann wollen wir mal schauen, wie das morgen geht. Ich werde mal gucken, dass ich das auch ein bisschen filmen werde. Ich habe heute schon mal testweise den Gürtel um mit allen Getränkpacks. Den ganzen Kram, was ich so mitschleppen will morgen. Funktioniert ganz gut. Schon mal so ein kleiner Testlauf. So, wie lange haben wir denn schon? Ja, viele muss ich nicht mehr. Einmal ein Pudding, Brötchen holen, nach Hause, Sachen packen und dann geht's los. Gut. 5 Minuten 29. Ja. Wenn ich morgen auch so laufe und das die ganze Strecke, dann würde ich unter 4 Stunden laufen. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Mein Ziel ist übrigens morgen unter 4 Stunden 30. Das wäre ich zufrieden. So 4:15 wäre geil, dann hätte ich so einen Schnitt von 10 km/h. Und wenn es natürlich unter 4 Stunden sein sollte, ja, aber schauen wir mal. Gut, genug sinnloses Kram gequatscht. Aber ich wollte auch mal ein bisschen hier das Wetter zeigen heute, wie schön das ist. Ja, laber immer noch. Egal. So. Ein bisschen die Gegend noch genießen. Ich biege jetzt hier links ab. Der Tour muss im Rücken sein, ist er? Check. 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 Ah, hier und da. Das Auto, was vorweg war. Ja. Eure Nummer auf. Beutel abgeben. Das Eisen, der
ersten laufen schon. Wir warten. Was wäre Woodstock ohne das bisschen Regen? Was wäre das Wunder von Bergen ohne das bisschen Regen gewesen? Es ist Geschmack. Ich habe vorher noch mal getestet. Etwas, ein leichten. Denke mal, der erste ist jetzt schon im Ziel und ich habe noch nicht mal die 20 Kilometer erreicht. Schon krass, wie schnell die doch sind. Oh, Flugzeug. Apropos, 19 Kilometer habe ich aber auch schon. Thank you.
Ich hoffe, das Tief ist gleich vorbei. Zieht sich gerade ein bisschen. Egal. Finger aus dem Po, weiter geht's. Da waren wir, die Mel und die Lisa. Da hinten bei der U-Bahn-Station. So. Gleich geht's Richtung Kilometer 30, mein neuer Rekord. Und weiter geht's. Schön hier. So. Ein Rekord schon mal definitiv aufgestellt. Längste Strecke. Schön hier. Schon mal erwähnt. Super, eure Leistung ist jetzt schon grandios und den Rest habt ihr auch noch. Mist. Der 430 Luftballon im Nacken. Da wollte ich eigentlich schon drunter sein. Ja. Abwarten. So langsam wird es wieder voller. Ich glaube gleich noch 5 Kilometer. 5,5. Es läuft. Oh, scheißegal, jetzt habe ich einen Lauf. Scheiß Luftballon schnappe ich mir. 4,30. Da hinten ist er. Pack ich mir. Und vorbeigezogen. So. Der letzte Kilometer und die Action-Cam ist alle. Das Ziel und den Luftballon schnappe ich mir auch noch. Das ist der Kniehut. Das ist
John McCarthy, ein Mann, der den Brexit überlebt hat und den Hamburg-Marathon. Große Klasse. John McCarthy aus England, Boyser. John. Aus der Abteilung Zeitzeugen. Geschafft. Frisch geduscht, mir ist warm. Medaille unter 4:30. Boah, die genaue Zeit muss ich gleich mal nachgucken. Robert ist jetzt gerade schon weg, dem ist kalt. So, jetzt gehen wir noch eben kurz eine Kleinigkeit hier abstauben, was zu essen. Und dann ab zum Melden. Die Gabe raucht Bratwurst jetzt. Super!